Was glaubt man, Z-Fighter Osaro hier und heute im Banner Preview zu Kid Goku. Denn auf der globalen Version gab es einen Data-Download, beziehungsweise gab es für Global und JP ein Versionsupdate. Beide Versionen oder beide Spiele sind nur noch 4.3.3. Kam aber nichts Atemberaubendes hinzu, waren im Prinzip nur Bugfixes. Aber was auf der globalen Seite mit einem Data-Download hinzukam, waren die Charaktere um Kid Goku, die Dragon Ball Saga Charaktere. Diese werden nämlich morgen erscheinen auf der globalen Version, Freunde, um 8.30 Uhr morgens unserer Zeit. Dementsprechend sind wir heute im Banner Preview, gucken uns die Charaktere an. Ich sage euch meine Gedanken dazu, meine Empfehlungen könnt ihr gerne annehmen, müsst aber nicht. Und dementsprechend würde ich sagen, verlieren wir nicht viel Zeit und gucken uns die neuen Charaktere an, die reinkommen. Nun aus vorweg natürlich in Kid Goku. Er kommt mit seinem eigenen Banner, gucken wir uns gleich an, und auch mit seinem eigenen Dokkan-Event. Ich habe sowohl zu in Kid Goku als auch zu der Dragon Ball Saga Kategorie, beziehungsweise mehr oder weniger zu dem ganzen Team, ein Showcase gemacht. Könnt ihr euch gerne abchecken. Da waren auch Free-to-Play LR Goku und Arale im Team vertreten, also könnt ihr euch gerne abchecken. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Jedenfalls haben wir hier Int Kid Goku, Intypus. Das ist eine TOR-Version. Durch den Niederskill gibt er der Dragon Ball Saga Kategorie Ki plus 3 HP Attack und F 170%. Oder der Youth Kategorie kommt neu hinzu, Ki plus 3 HP Attack und F 150%, beziehungsweise beide Kategorien sind schon auf der globalen Version vertreten. Super Attack macht er immense Damage, hat eine Medium Chance den Gegner zu stunnen, das sind 30% für 2 Runden. Passive ist folgendermaßen: auf den Angriff und auf die Verteidigung hat er immer 77%. Und bekommt man zusätzlich weitere 50% auf den Angriff. Dieser Boost, zusätzliche Boost, ist bis zu 59%. Je mehr HP er hat, desto höher ist dieser Boost. Und bekommt weitere zusätzliche Verteidigung bis zu 59%. Und dies davon abhängig, je weniger HP er hat, desto höher wird dieser Verteidigungsboost. Also von seiner Passive her, dieser Teil schon, ist wirklich sehr, sehr gut. Das sollte man nicht unterschätzen. Da kommt wirklich auf gute Zahlen, sowohl offensiv als auch defensiv. Bekommt dann aber zusätzlich Ki plus 1 und auf den Angriff und auf die Verteidigung weitere 10% am Anfang jeder Runde. Das Maximum ist hier Attack und F 59%, und für Ki gibt es kein Maximum, aber ja, Logo, über 12 Ki kommt er ja nicht. Aber das sind dann weitere Attack und F bis zu 59% Boost. Also der Boy kommt wirklich auf einen sehr guten, soliden Angriff und Verteidigungsboost, wie gesagt. Ist gar nicht mal so schlecht und gibt es dann auch selbstständig Ki, je länger der Kampf geht, sag ich mal. Dann war das legit noch nicht alles, denn er kann einmalig einen garantierten kritischen Treffer landen, wenn die HP 59% und drunter sind. Und wenn ihr das mit dem Active Skill kombiniert, dann tut dieser Active Skill auch kritten. Sein Active Skill aktiviert sich ebenso, wenn die HP 59% oder drunter sind, und macht Ultimate Damage gegen den Gegner. Linkskill haben wir Kamehameha. Guidance of the Dragon Balls auf den Angriff 20%, das sind so gesehen Dragon Ball Saga. Linkskills kommen wir gleich darauf zurück zu sprechen. All in the Family auf die Verteidigung 15%, The Innocence 10% auf den Angriff, The Incredible Adventure, Ki plus 2, Turtle School und Fierce Battle 15% auf den Angriff. Ihr merkt schon, so Keylinkskill technisch hat er diese Dragon Ball Saga Keylinkskills, und man will ihn auf jeden Fall mit einem Dragon Ball Saga Charakter im Team spielen. Wobei auch selbstständig Key aufbaut, aber für den Partner an der Stelle. Und ein guter Partner, wie gesagt, im Showcase, könnt ihr euch gerne abchecken, ist zum Beispiel Free-to-Play LR Goku und Arale. Kategorie ist er vertreten in Low-Class Warrior, Pure Saints, Goku's Family, Dragon Ball Seekers, Youth, Dragon Ball Saga. Das sind seine Stats auf 100%, und unser Boy kommt hier an der Stelle mit der 12 Key auf 150% Multiplayer. Das sind die farmbare Assets an der Stelle. Und genau, so viel eigentlich auch zu dem Boy an der Stelle, zu unserem Goku. Goku ist wirklich ein sehr, sehr guter Charakter. Ein interessanter Charakter, aber auch ein sehr guter Charakter. Ich würde ihn nicht unterschätzen. Die Sache ist die, ich spiele ihn meistens eher in seinem eigenen Leader-Skill. Und da kann man auf jeden Fall sehr gut spielen. Außerhalb davon, Goku's Family würde natürlich auch funktionieren, aber wegen dem Key-Aspekt, ja, hat er eigene Key-Link-Skills. Das sind so Dragon Ball Saga-Key-Link-Skills. Und deswegen fühlt er sich in seiner eigenen Kategorie wohler. Wir werden uns gleich die Kategorie selbst angucken, welche Charaktere da drin sind. Anderer Charakter, der hinzukommt, ist unser Boy Piccolo, Demon King Piccolo. Dragon Ball Saga gibt er Ki plus 3 HP Attack und F 120% oder Extreme Strength, Ki plus 3 HP Attack und F 90%. Max Supreme Damage tut greatly den Angriff des Gegners senken, das sind 30% für 3 Runden, ist auf jeden Fall nice. Passive hat er immer 100% auf die Verteidigung, bekommt Ki plus 3 und auf den Angriff 200% für 5 Runden ab Anbeginn der Runde. Also ab Anbeginn, das ist gestört. Wenn der Kampf anfängt, hat er 200% weitere Angriff und Ki plus 3 für 5 Runden. Das ist richtig gut. Bekommt aber noch weitere Ki plus 2, beziehungsweise danach bekommt er Ki plus 2 auf den Angriff 120% ab Anbeginn der 6. Runde. Also, pff, der ist echt ein Powerhouse, so ist nicht. Und wenn man den zieht, kann man den auch quasi ins Spiel von Goku spielen und auch mit Goku zusammen spielen, weil sie haben Guidance of the Dragon Balls, diese Dragon Ball Saga Link-Skills, Attack plus 20% und The Incredible Adventures und Ki plus 2, also die fühlen sich auch gut. Und natürlich auch noch Fierce Battle, also
Das ist das Gute. Der wird auch in seinem Banner vertreten sein, werden wir gleich ansehen. Und die Zeit kann man zum Beispiel, wenn man sie zieht, in einem Team spielen zusammen. Abgesehen, wenn ihr natürlich Free-to-Play Goku und Arale habt, könnt ihr auch euren In-Kid Goku mit ihr spielen. Katrui Resek Warrior Namekians Dragon Ball Saga, ich finde ihn gar nicht mal so schlecht. Das ist seine SSR-Version, wie er droppt. Und die SSR-Version hat einen anderen Namen, deswegen kann man beide zusammenspielen. Nur so mal als Info. Hinzu kommt noch Muten Roshi, unser Boy Muten Roshi. Er gibt der Dragon Ball Saga Kategorie Ki plus 3 HP, Attack auf 120% oder Super Attack Ki plus 3 90% auf alles. Supreme Damage macht er mit der Super Attack und zieht den Gegner. So sieht Super Attack, ist auf jeden Fall sehr gut. Durch die Pass hat er immer 150% Verteidigung, bekommt auf den Angriff 628% minus 100% Verteidigung, macht garantiert einen kritischen Hit, stunt sich selbst und den Gegner, wenn er eine Super Attack startet, aber nur einmalig. Also er hat quasi so ein einmaliger Super Attack, der wirklich sehr viel Schaden macht, garantiert crittet, aber sich selbst und ihn stunt für diese Runde. Und dann quasi ist das, wie gesagt, ja, nur einmalig. Und das ist nicht schlecht. Schlecht ist das nicht, wie ich mal sagen. Es ist sehr eigenartig und an der Stelle auch einzigartig. Also finde ich schon cool. Link Steel Turtle School in Fighter Supreme Warrior Brainiacs World Tournament Champion Incredible Adventure Keep Plus 2. Auch wichtig, da hat leider nicht Guidance of the Dragon Balls, aber ist nicht schlimm. Und Fierce Battle an der Stelle nimmt er mit. In den Cartoon ist er nur vertreten in Dragon Ball Saga. Unser Boy Muten Roshi. Genau, dann kommen wir aber auch zu der Kategorie. Dragon Ball Saga Kategorie ist beschränkt. Wenn ihr da die richtigen Charaktere zieht, könnt ihr da trotzdem auf jeden Fall ein nettes Team bauen. Aber ihr werdet wahrscheinlich viel mehr vom Zeitleader Skill Gebrauch machen, von der zweiten Kategorie, von der Youth Kategorie. Boys and Girls hieß sie auf JP damals. Die gucken wir uns auch gleich an. Aber hier gibt es auch, ja, also Demon King Piccolo Story und In Kid Goku sind wirklich gute Charaktere hier. Außer Kategorie kann man auf jeden Fall spielen, kann man auf jeden Fall verwerten. Und außerhalb davon, wenn wir dann direkt zu der Youth-Kategorie rübergehen, dann ist wahrscheinlich eine Kategorie, die hier interessant ist, auch von den Charakteren her, Sex Teambild auch, ihr seht auch schon, boom, wir haben ja gute Elle drin, Elle Bipan ist natürlich auf Global noch nicht da, kommt zum Jubiläum, das Jubiläum wohlgemerkt, ich sag's jetzt schon, kommt natürlich nach Kid Goku, also Juli, Anfang Juli geht es demnächst los auf der globalen Seite. Wir haben aber hier einen Elle Gohan, wir haben Elle Mighty Mess, wir haben ja auch Elle Goku und Arale und Elle Goku und Arale sehr gut in der Rotation, man kann sie sehr gut in der Rotation spielen mit In Kid Goku, viel Spell ist zwar nicht vertreten, aber wenn ihr einen Support-Charakter mit reinnimmt, der 4 Spell hat, dann tut das in Kid Goku auch an der Stelle gut. Und genau, das sind so die Charaktere, die in der Youth-Kategorie drin sind. Gute Charaktere, wie die Goten sind drin, Super Saiyan Saigon sind drin, Bulla ist drin, sehr gutes Support drin. Gotenks, apropos jetzt, wo ich den Gotenks sehe, auf Global ist in den Daten, sind die Daten für den EZA Gotenks. Könnte also sein, dass demnächst auch das EZA von Gotenks kommt, weil das EZA von Gotenks kam auf JP zeitgleich oder in der Celebration mit Kid Goku, aber auf Global fehlt eigentlich noch Janemba. Also dementsprechend kann ich das noch nicht garantiert sagen, aber wie gesagt, die Daten wurden schon mal in den... Oder die Dateien wurden schon mal gefunden im Spiel. Deswegen könnte das durchaus sein, dass das nächste EZA auf Global EZA Gotenks sein könnte. Und den könnte man auf jeden Fall auch gut in dem Team spielen, so ist nicht. Genau. Ja, Freunde, mehr oder weniger so viel dann auch zu der Kategorie EZA Gotenks. Ist auch am Start sehr schön. Zu der Kategorie Pan, sehr gutes Support drin. Rein und raus, den hätte 4 Spell für In Kid Goku. So viel zu In Kid Goku selbst, zu den Dragon Ball Saga Charakteren, die reinkommen. In Kid Goku, muss ich wirklich sagen, ist ein sehr guter Charakter. Er ist wirklich sehr, sehr gut. Er ist auch ein interessanter Charakter. Vom Leader-Skill her, vom Team-Setup her, wird man ihn aber eher beschenkt, mehr oder weniger in seinem eigenen Team spielen. Und da macht er seinen Job auf jeden Fall gut. Aber, ich sag's mal jetzt so, er müsste jetzt nicht unbedingt sein. Er macht natürlich in vielen Modi was aus, sei es Super Battle Road oder Battlefield, wegen seiner Individualität oder seiner Einzigartigkeit, weil er wirklich ein sehr guter Charakter ist, offensiv, defensiv, stark und so fort. Aber, meiner Meinung nach, müsste er jetzt aktuell kurz vorm Jubiläum auf der globalen Seite nicht unbedingt sein. Vor allem, wenn wir auch einen Blick auf seinen Banner werfen. Ich meine, ja, wenn ihr für ihn Kid Goku haben wollt, wenn ihr ihn haben wollt, macht das ruhig. Ich wünsche auf jeden Fall sehr viel Glück. Aber Empfehlung so, vor allem für die Free-to-Play-Spieler, die Spieler, die sparen, jetzt auch für das Jubiläum gespart haben. Wir sind kurz davor, es sind nicht mal 3 bis 4 Wochen, Freunde. Dann würde ich sagen, wenn wir auch das Banner uns gleich ansehen, skippt das Banner, skippt Kid Goku in der Zukunft, auch wenn die Coins hinzugefügt werden mit dem Jubiläum, könnt ihr dann hoffentlich in der Zukunft, wenn ihr so scharf auf ihn seid, noch mit den Coins holen hoffentlich. Aber aktuell ist es für mich auf jeden Fall ein Skip. Rates sind gleich, 10% Drop Rate für ein SSR, 5% werden aufgeteilt für die Anzahl der Featured, SSR sind 7, der Rest für die Anzahl nicht Featured. Und ja, die Charaktere sind Featured, natürlich Änderungen vorbehalten, denn so sah das Banner auf JP aus, aber ich denke, das Banner wird so auch aussehen auf Global, ich denke nicht, dass sie das ändern werden. In Kid Goku ist ein guter Charakter, wenn ihr Piccolo zieht, könnt ihr mit In Kid Goku spielen, wäre gar nicht mal so schlecht. Muten Roshi kann man auch in dem Dragon Ball Saga Team von In Kid Goku dann spielen, aber ich finde da die zwei hier besser in dem Team Setup, um ehrlich zu sein.
Super Buu, ja, kein schlechter Charakter, muss aber nicht unbedingt sein. Vegito ist auch nicht schlecht, muss aber auch nicht unbedingt sein. Omega-Stellung bitte nicht. Gotenks auch nicht schlecht, aber legit muss halt auch nicht sein. Also ich verstehe vor allem nicht, warum Super Buu drin ist, warum Vegito drin ist, warum Omega-Stellung drin ist. Also ist ein ziemlich random Banner, sage ich mal. Ja, muss nicht unbedingt sein. So viel wie, ich will es auch nicht in die Länge ziehen, um ehrlich zu sein. Das ist mein Standpunkt. Ihr könnt uns auf jeden Fall skippen. Wenn ihr es haben wollt, wünsche ich auf jeden Fall sehr viel Glück. So viel dann auch zum Banner-Preview zu In Kid Goku, Freunde. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr uns auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.